Hallo, Cool Peppermint hat mich für den Bookflower Tag getaggt und eigentlich habe ich dieses Video schon mal angefangen und dann ist mir aufgefallen, ich habe einfach mal eine Aufgabe ausgelassen, also auf ein neues. Ich finde diesen Tag ganz cool und nehme da gerne dran teil. Vielen Dank fürs Taggen. Und habe hier mein Handy liegen mit den Fragen, denn ihr kennt mittlerweile vielleicht mein Gedächtnis beziehungsweise habt gar keins. Und ja, muss dann immer mal wieder gucken. Die erste Aufgabe war die Rose und zwar die schönste Liebesgeschichte. Und da musste ich ehrlich gesagt überhaupt nicht überlegen. Es ist nämlich Die Frau des Zeitreisenden von Audrey Niffenegger. Ich habe schon mal über dieses Buch gesprochen. Ich liebe, liebe, liebe es. Ich liebe die Geschichte zwischen Claire und Henry. Ich mag sie als Charaktere unheimlich gerne. Ich mag die Geschichte mit diesen Zeitreisen super gerne. Die Perspektivwechsel, die Zeitwechsel und sowas, klar. Man muss sich ein bisschen reinlesen, aber es ist so, so schön und nicht kitschig. Und ach ja, weiß nicht. Die beiden sind einfach ein tolles Paar und es ist eine tolle Geschichte. Und ich kann dieses Buch gar nicht oft genug empfehlen, weil es wirklich so, so, so toll ist. Und eine schöne Liebesgeschichte. Dann muss ich jetzt gucken nach den Fragen. Denn ich weiß es jetzt schon nicht mehr auswendig. Vergiss mein nicht. Ein Buch, eine Reihe, die man einfach nicht vergessen kann und sehr oft gelesen hat. Und jetzt werde ich euch etwas zeigen, das nicht mehr schön aussieht. Wahrscheinlich habt ihr diese Reihe auch noch nie auf YouTube, BookTube, was auch immer gesehen. Ich ja, zeige euch die Castiel-Saga von B.C. Andrews. Und zwar Dunkle Wasser, das ist glaube ich nicht die richtige Reihenfolge. Huch! Schwarzer Engel und gebrochene Schwingen. Uralte Bücher. Ich weiß gar nicht, ob man das hier so erkennen kann. Also wirklich, nee, es fokussiert auch nicht. Ja, wozu auch? Also wirklich alt. Ich denke, man sieht es auch an den Covern. So und so. Und die habe ich von meiner Mutter übernommen, beziehungsweise wahrscheinlich wird sie sie irgendwann auch noch mal lesen. Und sie hat sie gelesen, das ist schon eine ganze Weile her, hat sie mir dann irgendwann empfohlen. Ich habe sie so oft gelesen. Eine Zeit lang habe ich sie, glaube ich, mindestens einmal im Jahr gelesen, so als Teenager, Jugendliche und so. Und habe sie jetzt hier bei mir stehen mittlerweile und warte immer drauf, dass die mal wieder neu aufgelegt werden. Also, dass ich mir die mal nochmal in neu und gutem Zustand und so zulegen kann. Aber so lange werden sie eben so gelesen, denn definitiv werden die nicht aufgegeben. Worum geht's? Es geht um ein Mädchen, das bei ihrer Familie in den Bergen aufwächst. Es ist ein ziemlich hartes Leben dort. Die Familienverhältnisse sind auch nicht einfach. Sie hat mehrere Geschwister. Es gibt kein Geld, keine Bildung, so ungefähr. Und irgendwann, Entschuldigung, wenn ich immer wieder rumschniefen muss, aber ich werde diese Erkältung nicht los. Und irgendwann wird sie dann von ihrem Vater weggeschickt. Und wandern dann so ein bisschen von Pflegefamilie zu Pflegefamilie. Und diese Saga beschäftigt sich eben damit, wie sie sich entwickelt und wie ihr Leben weitergeht und so. Und es ist einfach unheimlich gut geschrieben. Und man kann es immer noch sehr schön lesen, auch wenn das Ganze schon nicht mehr wirklich aktuell ist. Und es wurde ja von mir viel geliebt und sehr, sehr, sehr oft gelesen. Wenn ihr da irgendwie rankommt, versucht es mal damit. Ich mochte es super gerne. Ich finde, es ist mal ein Tipp außer der Reihe. Dann das dritte, Orchidee, eins der schönsten Cover. Und da habe ich Haruki Murakami, die Pilgerjahre des fabulosen Herrn Tazaki, finde ich so schon sehr, sehr schön. Und wenn man bedenkt, dass das hier wie so Folie ist, bunte, finde ich es nochmal schöner. Ich mag diese Cover vom Dumont Verlag einfach super gerne, finde die sehr hübsch. Dann, hoch. Die Sonnenblume. Ein Buch, das dich richtig in Sommerstimmung versetzt. Und ich habe es ja schon mehrmals erwähnt und empfohlen. Nicht nur ein Buch, sondern die gesamte Trilogie. Und zwar die The Summer I Turned Pretty Trilogie, beziehungsweise Der Sommer, als ich schön wurde von Jenny Han. Die Themen sind nicht immer ganz sommerlich locker leicht, aber ich glaube, ich hatte noch kein Buch oder keine Trilogie, bei dem ich beim Lesen so in Sommerstimmung war. Also We Were Liars von E. Lockhart auch so ein bisschen schon. Aber ja.
diese Trilogie versetzt einen richtig in Sommerstimmung. Ich habe die so schnell weggelesen. Ich habe sie im Winter gelesen tatsächlich. Unter anderem an kalten Bahnstationen, während ich auf meine Bahn gewartet habe und kam trotzdem in Sommerstimmung. Also wenn das kein gutes Zeichen ist, weiß ich auch nicht. Jetzt folgt das Gänseblümchen, ein Gute-Laune-Buch. Und das war, wie ich fand, das Rosie-Projekt von Graeme Simsion. Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ich habe dieses Buch ja wahnsinnig geliebt, einer meiner Jahresfavoriten 2014. Und ich finde, es hat super gute Laune gemacht. Ich mochte die Charaktere wahnsinnig gerne. Don Tillman fand ich Zucker. Die ganze Handlung, ja, hat einfach Spaß gemacht zu lesen. Insgesamt sehr, sehr empfehlenswert. Dann Stiefmütterchen. Ein Schurke-Bösewicht, den man einfach lieben muss. Auch da musste ich nicht lang überlegen und wenn ihr ein paar meiner Videos gesehen habt, wisst ihr auch, wer jetzt folgt, nämlich Warner von Tahereh Mafis Trilogie, von dieser Ich fürchte mich nicht, Shatter Me Trilogie. Ja, bin ja da so ein bisschen verfallen. Jedenfalls ein Bösewicht, den man lieben muss. Ich hab ihn. Dann der siebte, Löwenzahn, ein Buch, eine Serie, die sehr gehypt ist. Und ich habe da mal den ersten Klopperband von George R.R. Martin, es klingt immer ganz schrecklich, wenn man es sagt, George R.R. Martins Reihe, da ist Lied von Eis und Feuer rausgesucht, nämlich Die Herren von Winterfell. Ich mochte das auch sehr gerne, ich mochte das zweite Buch auch sehr gerne und dann habe ich den großen Fehler gemacht, nicht weiterzulesen. Und ich wollte eigentlich weiterlesen und ich weiß nicht, warum ich es nicht getan habe. Ich bin jetzt nur völlig raus. Also ich gucke die Serie auch gar nicht, weil ich gerade so viele Serien gleichzeitig gucke, dass ich die nicht auch noch anfangen möchte. Also es sind jetzt nicht so extrem viele, nur ich kann einfach nicht 5 Serien oder so gleichzeitig gucken. Das mag ich nicht. Das heißt, ich bin voll raus. Wobei ja, glaube ich, die erste Staffel auch tatsächlich nur das erste Buch umfasst und das habe ich ja gelesen. Ja, weil einfach so viele Namen vorkommen, weil so viel passiert und das heißt, wenn ich weiterlesen möchte, muss ich eigentlich den ersten und den zweiten auch nochmal lesen und die sind aber so dick und mehr. Aber mir hat es ganz gut gefallen und das, obwohl ich eigentlich noch nicht mal ein Fantasy-Fan bin, ganz zu schweigen von High Fantasy. Es war das erste Mal High Fantasy, was ich gelesen habe, aber nachdem alle so begeistert sind, konnte ich nicht widerstehen und man wird ja dann manchmal wirklich überzeugt und überrascht und entdeckt da was für sich. Und ja, mal gucken. Eigentlich ganz cool für lange Herbst-Winterabende. Ich habe die Nummer noch nicht aufgegeben. Und ich weiß ganz genau, wenn Sophie von Verstand das liest, dass sie mich sowas von darin bestärken wird, weiterzulesen bzw. nochmal zu lesen. Ich weiß es. Aber ja, wie gesagt, ich habe es noch nicht aufgegeben. Meine Stimme versagt langsam. Es ist fürchterlich. Wir haben hier höchsten Sommer und ich bin immer noch erkältet und ich war ewig nicht mehr erkältet. Aber ich habe im Moment auch relativ viel arbeitsmäßigen Stress und da denkt der Körper sich natürlich, boah, ich streike einfach völlig. Naja. Ich glaube, in den Videos hört man es immer gar nicht so, worüber ich ganz froh bin, aber dann klinge ich einfach nur wie eine Quengeltante, die völlig übertreibt. Damit kann ich leben, aber naja. Weiter. Tulpen, die beste Freundschaft zwischen Neben- und Hauptcharakter. Und da habe ich für immer vielleicht rausgesucht von Cecilia Ahern, was ja grundsätzlich schon ein Buch ist, das ich sehr, sehr gerne mag. Auch ein Buch, das ich eine Zeit lang mindestens einmal im Jahr gelesen habe und wieder lesen werde. Ich liebe, liebe, liebe es. Kann immer wieder lachen und fast heulen und so weiter und so fort. Und ich finde, Rosie hat dort in Ruby eine wahnsinnig gute Freundin, die mit ihr durch dick und dünn geht und ihr immer zur Seite steht. Und sowas ist unheimlich viel wert. Und es ist, ich habe es in irgendeinem anderen Video schon mal erwähnt, je älter man wird, immer schwerer, so jemanden zu finden. Und sie hat so jemanden gefunden. Das muss hier natürlich honoriert werden. Neuntens, Mistelzweig, eine winterliche Geschichte. Da habe ich tatsächlich ein Buch rausgesucht, das mich gar nicht mal so sehr überzeugt hat, aber es ist sowas von winterlich. Und zwar Stadt der Liebe von David Benioff geht um zwei Jungs während des Zweiten Weltkriegs, die den Auftrag bekommen für irgendein
ja, irgendjemand Höheres Eier zu besorgen, um sich damit ihre Freiheit zu erkaufen, so ungefähr. Und ich habe mir davon mehr erwartet. Ich fand es jetzt nicht so, also 3 Sterne waren es noch, aber ich fand es jetzt nicht so mega. Aber es spielt halt im tiefsten Winter in Leningrad und ich meine, das ist heavy Winter. Also da friert es einen beim Lesen wirklich. Und dann auch noch, ja, vor den Geschehnissen des Zweiten Weltkriegs und so. Ich kann nicht mal sagen, dass es nicht lesenswert wäre, das ist es schon, aber irgendwie habe ich mir mehr erhofft. Ich weiß nicht. Dann das letzte, glaube ich, ja. Zehntens, Apfelblüte, deine Lieblingsmärchennacherzählung. Und auch das hatte ich schon mal in einem anderen Video erwähnt. Ich bin nicht so der Fan von Märchenadaptionen, das ist einfach nicht so mein Ding. Und das Einzige, was ich in die Richtung gelesen habe, waren die Bücher von Marissa Meyer, beziehungsweise. Ich habe die ersten beiden Bücher gelesen, auf Englisch allerdings, also Cinder und Scarlet. Und das dritte, Cress, habe ich angefangen, aber nicht weitergelesen, weil ich dann irgendwie zu viel davon hatte, also gerade keine Lust mehr drauf hatte, obwohl es mir wieder auch gut gefallen hat. Also irgendwann geht es damit weiter. Die sind aber tatsächlich empfehlenswert. Also auf Deutsch heißt der erste Band wie Monde so silbern. Und die fand ich echt überraschend gut und überraschend unterhaltsam. Also ich habe eine Weile gebraucht, um mich da wirklich ranzutrauen, aber die fand ich sehr gut. Also die kann ich euch tatsächlich empfehlen. Ja, das war der Bookflower Tag. Ich hoffe, ihr hattet eure Freude damit. Und jetzt stehe ich vor der Frage, wen ich taggen soll, was für mich super schwierig ist, denn ich kann absolut nicht nachvollziehen, wer den Tag schon gemacht hat und wer ihn nicht gemacht hat. Wirklich, ich. Weiß nicht, ich habe ihn gefühlt sehr, sehr oft gesehen in letzter Zeit. Also besteht die große Gefahr, dass ich nur Leute tagge, die ihn schon gemacht haben. Ich möchte auf jeden Fall gerne Buchgeschichten taggen, weil da weiß ich, dass sie ihn noch nicht gemacht hat. Und sehr gerne, liebe Sophie von Fersthand. Ich glaube, du hast ihn auch noch nicht gemacht und der könnte für dich vielleicht auch gar nicht so schlecht sein, wenn man die Märchennacherzählung und sowas rauslässt. Wenn du Lust drauf hast, natürlich nur. Ansonsten, wer auch immer es sieht und den Tag machen möchte, fühlt euch getaggt, nehmt dran teil, wenn ihr Lust habt. Ich meine, ich nehme das ganze Ding nicht allzu ernst. Wenn ihr keine Lust habt, macht ihr nicht. Und wenn ihr Bock drauf habt, dann macht ihn eben. Wie ihr das möchtet. Ich hoffe, ihr hattet Freude damit. Ich auf jeden Fall. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!